Hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Vlog auf meinem Kanal, was jetzt auch zu meinen neuen Projekten gehören wird. Und wie ihr schon ganz oben am Rand liest, das ist ein Vlog über meine weiteren YouTube-Projekte, die jetzt auch schon am Laufen sind oder schon produziert sind an Videos. Nur ich muss sie noch bearbeiten und hochladen. Und zwar habt ihr es wahrscheinlich schon gesehen, ein Video von meiner Zeitschriftenvorstellung von Star Wars Rebels. Da wird es auf jeden Fall noch von der Zeitschrift Dragons und von einer Pokémon-Zeitschrift auch Videos geben, wo ich die Zeitschrift vorstellen werde. Die Poster der Zeitschriften werde ich gesondert in einem extra Video machen. Ich werde die Poster sammeln und dann euch zeigen in einem Sammelvideo sozusagen. Und ja, es wird auch bald etwas wieder was von Star Trek geben für euch, für alle Star Trek Fans. Nämlich einen sozusagen kleinen Star Trek Podcast, kann man sagen. Wo es über die neue Star Trek Serie von Jean-Luc Picard reden werde. Die ist ja seit in der Entwicklung ist, in der Planung. Und ja, dazu auch noch über andere Sachen wie Discovery und so weiter und so fort. Alles was so Star Trek betrifft. Aber da muss ich mir natürlich erst ein bisschen Infomaterial suchen, worüber ich dann reden kann und was ich mir ein bisschen durchlesen werde noch davor. Aber das ist schon mal so in Planung. Sowas ein bisschen über Star Trek Podcast mäßig ist und die Zeitschriftenvorstellungen. Und natürlich Vlogs. Ich werde versuchen, zweimal in der Woche ein Vlog zu machen und euch immer auf den neuesten Stand zu halten. Ich muss schauen, wie ich das machen werde. Und ich muss auch immer ein Thema suchen, über was ich vlogge. Das hier ist halt über meine YouTube-Projekte, die ich noch geplant habe. Und ja, wie gesagt, es ist der Podcast, Zeitschriftenvorstellungen und dann wird es auch vielleicht auch bald weitergehen mit meiner Star Trek Raumschiff-Sammlung. Aber muss ich auch erst wieder neue Videos drehen. Bis Dezember habe ich ja noch im Vorrat hochgeladen schon an Videos. Und dann muss ich mal schauen, was ich noch machen werde. Ich werde mir noch so ein paar Sachen überlegen. Kleine Projekte natürlich, nichts Großes. Um einfach mal ein bisschen Abwechslung auf meinem Kanal zu bringen für euch. Ich hoffe, euch wird das dann auch gefallen. Die Abwechslung, die ich euch bieten werde. Und ja. Mal sehen, wie es dann bei euch ankommt. Das mit den Star Wars Rebels scheint gut anzukommen mit der Zeitschriftenvorstellung. Und ja. Natürlich gibt es noch ein anderes Videoprojekt, das muss ich jetzt auch mal weitermachen. Und zwar von kleineren YouTubern Kanäle vorstellen. Bevorzugt von meinen YouTube-Kollegen oder Freunden, die ich habe und YouTube machen und auch andere Kanäle. Da könnt ihr natürlich auch gerne kleine Kanäle vorschlagen, die ich für euch vorstellen könnte. Und ja. Einfach mal schauen, wie das dann so ankommen wird bei euch, die kleineren Projekte. Die natürlich über die Länge gezogen werden, aber kleine Projekte sind keine langen Videos. Nicht länger als 10 Minuten auf jeden Fall. Und ja, da wäre ich eigentlich schon bei dem Vlog am Ende angekommen. Ich habe euch erzählt, was ich erzählen wollte und euch sagen wollte über meine weiteren YouTube-Projekte. Schreibt gern eure Kommentare und euer Feedback in die Videos und ihr dürft natürlich auch gerne Vlog-Vorschläge machen oder auch Podcast-Vorschläge für die Star Trek-Videos oder generell Video-Vorschläge, was ich für euch noch machen könnte an kleinen Projekten. Und ja, ich bin mal gespannt und ich sage jetzt Ciao mit V, euer Das Steffen. Möge die Macht mit euch sein, meine jungen Padawane, und bis zum nächsten Vlog oder anderen Video. Ihr könnt natürlich auch gerne bei meinen anderen Projekten immer wieder gerne reinschauen. Das würde mich sehr freuen und lasst wie immer viel Feedback und Kommentare da.
was mich natürlich aufhören würde. Aber jetzt sage ich noch einmal Ciao mit V, euer und das Steffen. Wir sehen uns wieder zur selben Stelle, selben Welle.